vielen Dank, Stefan Möller. Dabei sollte man nicht vergessen, dass unter der linksradikalen Kuschelecke ja auch der Hausherr dieses prächtigen Baus zur Linken oder von Ihnen aus zur Rechten gehört. Also auch unser Dunkelbischof der Finsternis hat sich wieder nicht lumpen lassen und seine Lampen ausgeschaltet, obwohl er genau weiß, dass er mit den falschen Leuten im Bett kuschelt, nämlich mit den Gewalttätern von links. Danke, Herr Neimeyer. Meine Damen und Herren, ich soll vorab auf eine Veranstaltung aufmerksam machen, die stattfindet am übermorgigen Freitag, dem 15. Januar um 18 Uhr in Hessen, genau in Friedewald. 33289 Friedewald. Veranstalter ist der Kreisverband Hersfeld-Rotenburg der AfD. An diesem Tag sollen Außenminister Steinmeier und ein Staatsminister Michael Roth, kenne ich nicht, aber den gibt es scheinbar, an diesem Ort sein. Wer also den beiden Herrschaften da die Meinung geigen möchte, ist herzlich eingeladen, am übermorgigen Freitag, am 15. Januar um 18 Uhr in Friedewald zu erscheinen. Die Freunde um Gerhard Schenk, das ist wohl der Kreisvorsitzende, würden sich sehr freuen, zahlreich Gäste begrüßen zu dürfen. Meine Damen und Herren, jetzt zu unserer Veranstaltung. Ich begrüße zunächst, da steht sie schon, Frau Dr. Christina Baum, stellvertretende Landesvorsitzende von Baden-Württemberg und Landtagskandidatin der AfD im Main-Tauber-Kreis, die, und es wird Sie nicht verwundern, wenn Sie die Dame sehen, als die Jeanne d'Arc von Würzburg bezeichnet wird. Am 1. Dezember, ja, die Story kommt erst noch. Am 1. Dezember 2014 stand sie auf der ersten angemeldeten Demonstration von Baden-Württemberg. Aber Würzburg ist doch gar nicht Baden-Württemberg. Egal. Jedenfalls auf der ersten Demonstration in Würzburg oder Baden-Württemberg mit 30 bis 35 Teilnehmern, also noch ein paar weniger als heute hier, etwa der zehnfachen Menge von Gegendemonstranten gegenüber. 30 aufrechte AfDler um Frau Baum gegen 300 Gegendemonstranten. Vermummte Linkschaoten versperrten den Demonstranten den Weg. Plötzlich hatte Frau Baum eine riesige Deutschlandfahne in der Hand und marschierte allein auf den schwarzen Block zu. Sie hat gar nicht gemerkt, dass keiner mehr hinter ihr war. Also sie ist mit der Fahne voran auf den schwarzen Block zu marschiert. Und dabei stand dann ein tolles Foto, das inzwischen bundesweit für Furore gesorgt hat. Christina. Du bist ein Vorbild mit deinem Einsatz. Wir hoffen allerdings, dass dir das weitere Schicksal der Jeanne d'Arc erspart bleibt. Die ist ja bekanntlich mit 19 Jahren auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wir wissen, das darf ich verraten, ich habe gefragt, du bist Gott sei Dank schon älter als 19 Jahre und sprichst heute zu uns. Wir freuen uns drauf. Christina Baum. Danke, liebe Freunde, das ist natürlich zu viel der Ehre. Aber es hat sich so ähnlich zugetragen, nur dass ich nicht, dass es nicht so war, dass ich hinter mir die Leute vermisst habe, sondern ich habe vorher den Einsatzleiter gefragt, was passiert, wenn ich jetzt auf diese Menschenmenge zugehe, auf diese verirrten Jugendlichen. Und er sagte zu mir, dann können wir sie nicht mehr schützen. Und ich muss sagen, es war mir in dem Moment wirklich vollkommen egal. Ich hatte eine solche Wut, dass diese jungen Menschen, die im Unrecht waren, die uns den Weg versperrt hatten, dass die gewinnen sollten. Und so nahm ich die Fahne und lief los. Und im letzten Moment hat mich dann aber der Polizist an der Kapuze zurückgehalten. Er hatte wahrscheinlich doch Angst. Also ich sage ganz ehrlich, dieser Tag hat mein Leben verändert. Denn an diesem Tag habe ich zum ersten Mal diese jungen Leute schreien hören. Sie schrien, Deutschland ist scheiße, Deutschland verrecke. Also nicht nur ich weiß, heute sind einige meiner damaligen Mitstreiter auch auf diesem Platz
Wir waren schockiert. Ich habe sowas noch nie erlebt und ich konnte es auch nicht begreifen. Und ich wollte in dem Moment eigentlich nur sehen, wie weit gehen die in diesem Fanatismus. Aber wie gesagt, vielleicht war es gut, dass ich es nicht erfahren musste. Ja. Aber jetzt muss ich noch was dazu sagen. In dem Moment schoss ein Fotograf der Mainpost dieses Foto und es erschien dann auch in der Zeitung. Und in einem zweiten Bericht schrieb er dann, dass er die ganze Zeit mich schon beobachtet hatte und es war ja gar nicht gefährlich und er hätte auch mit mir gesprochen. Und ich sage Ihnen allen hier und heute, ich habe diesen Mann noch nie gesehen und noch nie gesprochen. Wie nennen wir eine solche Presse? Dankeschön. Der Gruß geht an die Mainpost nach Würzburg. Liebe Erfurter, liebe Mitglieder und Freunde der Alternative für Deutschland, liebe Patrioten, es ist noch nicht lange her, dass ich schon einmal hier oben stand und zu euch reden durfte. Auch heute sage ich wieder ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Es ist mir eine große Ehre. Es war vor circa 2 Monaten, als ich euch mit den Worten "Ich lasse mir nie wieder den Mund verbieten" darauf hinwies, wie wichtig die freie Meinungsäußerung ist. Die Aktualität und Bedeutung dieses Satzes ist seitdem nicht geringer geworden, im Gegenteil. Denn der politische Gegner führt seinen Kampf schon lange nicht mehr auf der Sachebene mit Argumenten, sondern gestützt durch seine Vasallen, die Medien, mit polemischen Rassismusparolen. Aggressive, persönlich beleidigende Worte werden als Waffen gegen Menschen eingesetzt, die mutig die Wahrheit aussprechen. Mit bösartigsten Verleumdungskampagnen trifft man unbescholtene Menschen tief bis ins Mark. Man versucht auf diese Weise, seinen politischen Gegner mindestens mundtot zu machen, am besten aber physisch und psychisch zu vernichten, auf dass es nie wieder jemand anderes wage, der Politiker Correctness zu widersprechen. Das prominenteste Beispiel der Vergangenheit ist sicher Thilo Sarrazin. Aktuell hat man unseren Björn Höcke im Visier, weil er diese Vorgehensweise verstanden hat und sich unbeeindruckt dagegen stellt. Meinen größten Respekt und meine Anerkennung dafür, Björn. Der Umgang mit der veröffentlichten Meinung ist somit Dreh- und Angelpunkt. Er ist der Schlüssel in der politischen Auseinandersetzung. Die Einschränkung der Meinungsfreiheit durch unsere Sprachpolizei verhindert nämlich nicht nur das freie Wort, sondern letztendlich freies Denken und damit vor allem freies Handeln. Lassen wir das nicht länger zu, liebe Freunde. Lasst euch nicht einschüchtern und seid mutig, politisch
inkorrekt. Ihr werdet sehen, wie viel besser ihr euch fühlt. Denn bedenkt bitte, die Unfreiheit des Menschen beginnt mit dem Verlust der Meinungsfreiheit. Widerstand! 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 Die AfD. Die AfD als einzige Opposition im Land ist von dieser Praxis besonders betroffen. Wir kennen die letzten Aussagen von einem Herrn Gabriel, wonach ich Pack bin. Und von einem Herrn Schäuble, in dessen Augen ich zu den Dumpfbacken gehöre. Wir, das Dumpfbackenpack der AfD, haben schon von Anbeginn vor den nun durch Köln für alle sichtbaren Folgen ihrer verantwortungslosen Willkommen-Einladungspolitik gewarnt. Sie haben alle unsere Warnungen verhöhnt, missachtet und uns deswegen bis heute sogar diskreditiert und attackiert. Und deshalb klage ich Sie an. Sie tragen die volle Verantwortung für das, was für mich als Frau unsägliche und unvorstellbare Leid der vielen weiblichen Opfer von Köln, Hamburg, Düsseldorf und weiteren Städten. Mein Mitgefühl gehört diesen Frauen. Ja, Björn Höcke hatte recht. Ich als blonde Frau habe inzwischen große Angst, mich vor allem abends im öffentlichen Raum zu bewegen. Und ich weiß, dass ich hier für viele Frauen spreche, ganz egal welcher Haarfarbe. Sie als regierende Politiker, Herr Gabriel, Herr Schäuble, Herr Maas, haben mir meine Sicherheit und damit meine Freiheit genommen. Sie alle erweisen sich als unfähig, eine der Hauptaufgaben eines Staates zu erfüllen, den Schutz seiner Bürger. Zeigen Sie wenigstens jetzt einen Funken Anstand und ziehen Sie die Konsequenzen aus dem durch Sie entstandenen körperlichen und seelischen Schmerzen der betroffenen Frauen. Treten Sie zurück und überlassen das Feld weitsichtigen und mit Verstand agierenden Menschen. Doch es gibt noch mehr solche Politiker. Frau Hassefeld gehört dazu. Sie forderte unlängst den Schulterschluss aller demokratischen Parteien gegen den Teufel, die böse AfD. Mir stellt sich ohnehin schon seit längerem die Frage, schließen gerade all diese Politiker tatsächlich einen Pakt gegen den Teufel oder haben sie schon lange einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und zwar gegen ihr eigenes Volk? Politikern sollen wir noch Respekt
haben. Sie sollen Vorbilder für unsere Kinder sein. Ihnen sollen wir vertrauen. Nein, solche Politiker wollen wir nicht. Und ich bin froh, dass Sie sich mit Ihren öffentlichen Bekenntnissen selbst von unserer AfD distanzieren. Denn mit dieser Art Politiker haben wir nichts, aber auch gar nichts gemein. Ganz im Gegenteil zur CDU zeichnen wir uns nämlich durch Streitgespräche und basisdemokratische Abstimmungen aus. Viele von euch haben den CDU-Parteitag verfolgt, bei dem einer Frau Merkel gehuldigt wurde, wie zu früheren Zeiten einer frisch intronisierten Kaiserin. Alle Macht geht von seiner Majestät Angela Merkel aus. Das war die klare Ansage. Mir. Mir lief es wie ein Schauer den Rücken herunter, denn diese Inszenierung erinnerte mich zu stark an längst vergangen geglaubte Zeiten. Frau Merkel, hören Sie nun gut zu. Wir wollen keine Kaiserin. Wir wollen eine lebendige Demokratie, in dem das Volk bestimmt. Wir wollen keine Kanzlerin, die unsere Söhne leichtfertig in einen fremden Krieg schickt. Es war ein Teil der Lehre aus der deutschen Vergangenheit, dass die deutsche Jugend niemals mehr an einem Angriffskrieg beteiligt werden soll. Im Bündnis mit der NATO jedoch senden Sie unter dem Beifall der Ihnen anscheinend hörigen Parlamentsabgeordneten unsere Soldaten, die nur den einen Auftrag haben sollen, nämlich Deutschland zu verteidigen, unter Einsatz ihres Lebens in die fernsten Länder dieser Welt. Deshalb gilt ganz besonders auch für Sie, Frau Merkel, treten Sie zurück. Wir alle hier wollen Sie nicht mehr. Liebe Freunde, ich bin nur ein kleines Licht, so wie jeder einzelne von euch auch. Aber zusammen haben wir eine Strahlkraft, die den Dom erleuchten ließ. Dieses Bild vom letzten Mal trage ich in meinem Kopf und vor allem in meinem Herzen. Zusammen können wir am Thron seiner Majestäten Merkel und Gabriel rütteln. Immer ein bisschen mehr, bis er einstürzt. Viele kennen noch den Text der DDR-Hymne »Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt«. Wie diese Zukunft in Deutschland aussehen wird, bestimmen wir selbst, wir ganz allein. Unsere AfD stellt sich mutig und standhaft gegen den Strom der Zeit aus einem einzigen Grund.
aus Liebe und Verantwortung zu unserem Land, aus inniger Liebe zu unserer Heimat. Helfen Sie uns dabei, unterstützen Sie uns, wir brauchen Sie. Ich ende wieder mit einem Zitat, diesmal mit einem speziellen Gruß an unsere linken Freunde, eines von Ernst Thälmann. Er sagte: Mein Volk, dem ich angehöre und das ich liebe, ist das deutsche Volk. Und meine Nation, die ich mit großem Stolz verehre, ist die deutsche Nation, eine ritterliche, stolze und harte Nation. Vielen Dank.